Willkommen zurück zu Let's Play Dead Online. Wir sind hier in einem Hügelgrab in den Hügelgrabhöhen. Und hier ist die Werkstatt des Wachmeisters. Auch da kann man Sachen herstellen. Okay. Ja, wir haben die Hügelgrabhöhen jetzt ein paar betreten und questen hier gerade. Bis dahin haben wir auch schon den ersten Boss besiegt, der uns fast gekillt hat. Nicht gerade so besiegt haben können. Erkunden. Jetzt rennen wir hier mal durch. Ich suche jetzt gerade nach dem nächsten Boss, der hier in Ringdor ist. Und wir sammeln nebenbei noch ein paar Sachen, die wir für die Quests brauchen. Ich weiß nicht mehr genau, im Verlauf hieß es dann bis hier, also wo der war. In der Räume, wo Morn spawnen kann, aber es kann sein, dass er weiter oben. Oder wo der Morn spawnen kann, da hast du oben dann. Okay, die Säule brauchen wir, gucken, ob wir die Spawn warten. Weil die sind ja auch alle erst respawned, nachdem der Typ hier war, letzten Part. Es kann aber durchaus sein, dass der halt auch auf dem anderen Ort ist. Alle kann an zwei Orten spawnen. Und wenn wir jetzt Pech haben, hier noch einer mit uns rumläuft, dann hat er den zu schnell weggekloppt. Ich habe aber Pech, was den umliegenden Spawn angeht. Eigentlich ziemlich sicher, dass er da in einem der Räume ist. Ein bisschen benommen.
Bisschen. Leider, ich weiß nur noch, durch mich mit dem Boss zu erlegen, war ich jetzt umsonst dran. Das für die aus für die Quest. Da ist er. Sehr gut. Okay, Set-Signatur. Quicken um Remero. Ja, sehr gut. Und fürs Buch der Taten, let's go. So. Ach komm, ich bin aber bald, den kill ich noch. Der Morgen lohnt sich nicht. Ich liebe zum Ausgang. Jetzt laufe ich mal lieber. Hallo. Okay. Das hätten wir, Leute. So, ich glaube, Taradan ist auch ein Boss drin. Kigon, genau. Wie sieht denn so mal mit den Quests aus? Das haben wir. Ja, Kram muss sammeln haben wir halt noch. Aber das ist nur eine südliche Höhen. Deswegen ist es auch ein bisschen schwerer. Also das Grab, wo Prestel drin ist, gehört nämlich tatsächlich zu den südlichen Hilfern laut dem Spiel schon. Kartografisch würde es ja auch passen. Deswegen haben wir da auch Grabmus gefunden. Ja, okay, da sind auch gute Texte drin.
Dann würde ich natürlich auch nochmal in das Grab da gehen und dann mir gleich noch die Spinne holen, wenn die machbar ist. Ich weiß ganz genau, wie stark die war. Kapriste war schon der stärkste von denen hier im Norden. Da hat er dann ziemlich voller Spinnen. Und dann müssen nämlich auch die jetzt den Reibdruck machen. Das passt dazu. Wo kommst du denn jetzt her? Du bist jetzt gerade erst gespawnt. Brutjäger, besiegt Höhlengräberspinnen, 30 Stück. Der Vorteil bei Gegnern ist, dass sie halt echt mal gute Stuff droppen. Ne, darunter auch, wie ihr seht, sehr viel von diesen Schätzen, die uns halt Ruf bringen. Tomatoms und so. Also eine Geldquelle ist es ja auf jeden Fall, hier einfach mal durchzurennen. Wenn man hier die Karten gut farmen kann. Ist jetzt nicht so spannend, ich weiß, aber wir wollen ja auch die ganzen Bosse noch kloppen. Gehört ja auch dazu, wenn ich alle Taten machen will. Diese tollen Küche in den Händen. Nein, eigentlich nichts, aber den nervt halt einfach, verlieren die Waffen. Thank you.
So, das war Qui-Gon. Niemand kann sagen, welchen üblen Brut Qui-Gon entkrochen ist oder wann diese böse Wesen Fühlkraft und Taradan kamen. Doch nun krabbelt ihre Brut dort leise durch die unzähligen Hallen. Diese versuchen nach den kleinsten bisschen Leben und Nahrung. Mehr auf Fernfekt, dann dir fehlt nur noch. Brauchen wir nur noch weiter von den Krabbeltexten. Ich glaube, so viel gibt es hier nicht mehr. Das Loot gab es natürlich nicht groß. Oh, ich glaube, ich habe irgendwelche verpasst. Ich sollte nochmal, solange noch keine Spinnen nachgespawnt ist, hochlaufen. Ich glaube, bei der sind hier welche am Rand. Die übersieht man leicht. Genau. Konnte ich mich schon noch richtig erinnern. Tausche ich mich noch eins statt zwei. Bisschen mehr leicht, wenn ich ganz in den Raum reingeht. Zum die halt Pult. Okay, leider ist hier kein weiteres. Das eine fehlt uns jetzt noch. Schade, schade, schade. Aber scheinbar, ja. Spawnen die sind uns Spinnen nach. Ne, es gibt keine. Ja, die sind nachgespawnt. Keine Grabinschrift mehr. Also ein bisschen noch ein weiteres Grab. Haben sie schon extra so gemacht. Mein Schutz, ich könnte jetzt aber durchrennen, aber ich schütze dich ganz kurz, um die Tat zu fahren. Weil ich glaube, so viel Bürger im Spiel gibt es gar nicht. Genau. Brutjäger als Titel. Folge ist jetzt 60 von den Spinnen. Die gibt es halt nur hier, deswegen steht auch im Hülkraft und Taradan. Die ruhige Spinne Qui-Gon hat verschlungen, Hülkraft und haut Yashi zu ihrem Nest erkoren. Dort erst vermehrt sich Qui-Gons Brut, sofern ihr es nicht schafft, sie zu vernichten. Genau. Ja, aber die Taten, die Farmel. Die Zwot, die nächsten Taten, die wir quasi erst, ne? Die wir erst. Also diese größere Taten, die wo 60 brauchen und so, wenn wir die sich nebenbei durch Quests jetzt eh erfüllen, wie es bei den Räumern der Fall war, dann machen wir die später, wenn wir auf der Dusche rennen, die wo nicken können. So, jetzt machen wir nämlich wieder die normalen Quests. Ich gucke aber trotzdem nochmal, wo jetzt die noch Texte sein könnten. Da vorne, okay. Weil es gibt ja noch. Wo sind sie? Vergandia, ich glaube, der ist da drin. Haut Metenil. Ah, Marau, okay. Hier sind noch alte Texte, ne? Ja, okay. Dann machen wir noch Marau. Ich glaube, Kühlkrabs ist eh nicht so groß, wenn ich mich richtig erinnere.
Das war nur in ein. Genau. Da steht er schon. Das ist nur so in ein Raum. Im Grab. Die bringen zwar nichts hier, die zu killen, aber. Lass mal ein bisschen die Ads weg. So, das war er. Da weiß ich gar nicht, warum die Quest behauptet, hier gäbe es Inschriften. Weil ich habe keine von denen gesehen. Also, ach doch, da links. Ja, okay. Ich schieb es zurück. Hab ich gar nicht gesagt, was ich gesagt habe. Sehr gut, dann hätten wir die Quest auch. Okay. Ist nice. Haben wir alle, die wir in Bremen machen müssen, außer Grabmoos. Jetzt können wir so die südlichen machen. Dann machen wir jetzt noch hier die normalen Quests. Dann haben wir eine Menge volle Quests. Kümmern wir uns erstmal um die Leila. Bitte, hört mich doch wenigstens an. Ich bin hergekommen, den letzten Prinzen zu finden, wie Herr Butterblume ihm in seinen Geschichten beschreibt. Ich wollte ihn finden, dann für immer als eine Prinzessin bei ihm sein. Aber er war nicht einfach zu finden, nur all diese Skelette, Knochen und andere Toten. Das ist nicht nett, Junge Hobbits, aber so irre zu führen. Könntet ihr mich, wenn ihr bereit seid, zurück nach Bre bringen? Ja, gleich. Und der Barkäst, der mal aufhört, mich zu nerven. Meine Güte. Ich habe bisher nicht gewagt, diesen Ort zu verlassen, aber jetzt mit einem starken Krieger wie euch weiß ich, dass ich hier nach Hause kommen werde. Ach, und mein Umhang verloren. Ich muss ihn aber finden, so wird Papa mich schrecklich ausschimpfen. Bringt leider eine Sicherheit. Wo habe ich jetzt meinen Umhang gelassen? In diese Richtung oder der anderen? Hier lang, glaube ich. Scheiß auf den Umhang, da kannst du einfach einen neuen kaufen. Aber na gut. Ich halte nicht hier zu sein. Das ist das Model geändert. Das soll jetzt eine andere Layla sein. Ja, ganz früher war es die Layla, die jetzt auch im Laylas Markt in Pri ist. Die hat schwarze Haare, das weiß ich schon. Ja, ihr seht, warum. Volker nerven. Moment, das kommt mir bekannt vor. Irgendetwas stimmt hier nicht. Geheul ist echt einer der schlimmsten Soundfiles, die es gibt.
Ach ja, ich liebe es, wenn NPCs so langsam laufen. Ach, dann ist auch mal auf und fängst zu laufen. Bring dich seinem Prinzen, Kleiner. Ich kann dir sagen, wo es Richtung Prä geht. Jetzt hör mal auf, da so rum zu irren, Mädel. Warum ist ein Jäger bitte als Hauptding Schürfer? Das macht doch gar keinen Sinn. Komm, den zieh ich auch schon mal. Für die Jäger hier unterwegs sind. Aber ich verstehe das schon. Jäger ist schon eine coole Klasse. Guck mal, da ist er. Nein, fort mit euch, ihr seid nicht mein Prinz. Ja, weiterläuft, wo ich nicht besiegt habe. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ja, lauf, du hast es gleich geschafft. Mädchen. Ja, da vorne. Auf hier geht's ja gar nicht. Ich schieße mal ein paar Leute hier auf den Weg ab. Hier ist der Eingang, sind fast da. Aufs Applaudieren und weiter. Das sind sogar einfach die von den Viechern angefallen wird. Schafft es auch leider. Okay, jetzt müssen wir mal zu dem Grab zurück, wo wir hin waren, und da euch besiegen. Würde aufsteigen, danke. Dann brauchen wir noch 5 von den Ungetieren. Dann haben wir das. Machen wir auch noch in dem Part, bevor wir aufhören. Beispiel der bestreuenden Schatten in der Nördchen gekriegt. Mann, moin. Ich weiß gar nicht, wer hier drin ist. Überhaupt einer von den Gegnern drin ist. Fegandir und Fekfer. Fekfer, Gotham, und ich glaube Gotham, also nicht Gotham aus Batman,
ist, glaube ich, hier unten, ne? Quantum. Gotham. Aber wo ist denn vielleicht Fandier nochmal? Rautentot. Ich meine... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo hier ein Boss drin ist. Glaube nämlich irgendwie nicht. Und hier steht auch Haus Iyashid. Haus Iyashid ist aber alles. Und hier steht nicht nur ein Grab, das ist quasi hier alles in den Nördlichen Köln. Mein Fakfair ist in den südlichen. Ich glaube auch Fakfandier ist in den südlichen. Das weiß ich mal hundertprozentig. Wir gehen jetzt nochmal zu dem Schatten zurück. Ich glaube, der führt uns hier gleich eh nochmal hin. Und dann können wir auch die kleinen Gräber auf dem Rückweg dann noch holen. Und dann gehen wir alles geballt ab und dann beende ich die Folge. Das ist der Plan. Kramnolde wollte uns denn noch dahin planen. Aber wir müssen jetzt mal wieder suchen. Da vorne ist ein Ring auf der Minimap. Da ist er. Verweilen noch, ein Feind verbleibt. Im Süden erstieg aus dem irdenen Grab eins Fleisch und ganz Knochen und verdorben. Von Geistern, die ein Heim suchen. Das Knochen, ein Mann, schlief in den Ställen von Karolan. Einmal auferstanden, niedergestreckt, von verschworenen Brüdern jetzt zerbrochen. Verschworene Brüder, die kennen... fuck you. Musst du mich immer unterbrechen, du Kackvieh? Ja, komm hier. Suche die in jeder der Grenze im Süden hin zu Stein, dem Land der Karolan, streuen noch immer die Knochen, die seien. Das klingt nochmal an. Ah, der Karolan schafft es vielleicht auch, wie wir gesehen haben, vielleicht auch einfach eine... eine Folgequest, die ich mich nicht mehr erinnern kann. Kann nur sein. Der Knochenmann ist auch in den südlichen, deswegen spare ich jetzt erstmal genauso wie das Grab muss. Das heißt, wir droppen jetzt hier runter und geben hier ins Kiste ab und dann bin ich im Bad. Mui! Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ha, vielen Dank. Wenn wir uns aufmachen, diese Flutenort zu verlassen, brauchen wir einen möglichst großen, sauberen Bereich. Die Leute, die das reisen, nicht so grob wie diejenigen, die ihr Leben auf der Straße verbringen. Wir brauchen jeden Vorteil, den wir bekommen können, um den Verlust von weiteren Leben zu verhindern. Würdet ihr mir vielleicht einen Gefallen erweisen? Ja, machen wir gleich. Seid gegrüßt. Das bin ich erleichtert. Michael, ich kenne meine Tochter recht gut. Sie ist wirklich hinter ihrem letzten Prinzen her gewesen. Nun, vielleicht hat sie ihre Lektion gelernt und wird in Zukunft nicht mehr so töricht sein. Ich werde jedenfalls Michael nicht mehr hier zurückkehren. Ich hoffe nur, dass ihr mehrere Jahre überlebe. Vielleicht bekommt sie dann ja ein wenig Hobbit-Verstand. Vielleicht. Wir sind 23. Mal wurden die gerade grün, die Quests. So, was haben wir bekommen? Ein kleiner Eigenschaftspunkt. Die könnten wir immer verteilen. Zwei haben wir jetzt schon. Machen wir hier den Gambit-Bilder und erhöht die physische Beherrschung. Glaube ich gerade wichtige. Das haben wir jetzt auch bekommen. Spare-Gambit erhält jetzt mehr Schaden. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt die einzelnen Quests hier ab. Bude im Dreck. Was kann ich für euch tun? Bin ich leicht, dass ihr wieder hier da seid. Ich hatte schon befürchtet, euch in den Tod geschickt zu haben. Lasst mich jetzt mal einen Blick auf die Fragmente mit Überlieferungen werfen, die ihr mitgebracht habt. Diese Fragmente erzählen von einer berühmten Geschichte. Sie scheinen von den Menschen aus Karolan zu stammen. Sie erzählen vom Untergang des Königreichs und davon, dass die Überlebenden einer großen Seuche zum Opfer gefallen sind. Doch das ist alles. Es baut nicht die Frage, warum diese grausamen Geschöpfe die Hügelkerbe heimsuchen. Ich fürchte, diese Fragmente haben nur weitere Fragen aufgeworfen und nur wenige beantwortet. Wie kann ich euch zu dir? Was? Als ich deinen Bergen wollte, wurde ihr von ihnen in den Kreaturen angegriffen? Ich habe keine gesehen. Die Reiseführer haben uns gut vor allem geschützt, was sie angegriffen hat.
Bin so froh, dass es euch gut ergangen ist. Nur diese Runen offenbar nichts Neues. Jeder Stein spiegelt etwas des Mannes wider, der dort begraben liegt. Es gibt nichts, das was verrät, warum die schreckenden Wesen die Hügelkerl unsicher machen. Das ist wirklich sehr geheimnisvoll. Schätze der Carolan. Würdet ihr mir bitte für eine Minute eure Zeit schenken? Warum weiß ich das erste Mal, dass ein solcher Schreck dieses Land heimgesucht hat? Diese Pergamentstücke, die ihr gefunden habt, deuten darauf hin, dass zwei Brüder darum gekämpft haben, einen großen Schatz der Carolan wieder zu erlangen und ihn dann in die deutsche Hügelkerlhöhen gebracht haben. In Fragmenten alter Überlieferungen, die ihr mir gebracht habt, wird eine Festung namens Feste Gortat erwähnt. Die Menschen von Carolan haben viele, die mit der Seuche infiziert haben, waren dorthin gebracht. Im Süden steht die Ruine dieser Festung heute noch. Von da ist der Schrecken auferstanden und hat die Brüder für ihren Diebstahl verflucht. Falls ihr willens seid, könnt ihr den Schatz oder die Geschichte des Schatzes im nördlichen Hügelgrab suchen. Nicht weit im Osten hier. Vielleicht erfahren wir mehr über die Menschen, wie wir finden können, dass sich das Böse jenseits der Grenzen der Hügelgrabhöhen ausbreitet. Sucht im nördlichen Hügelgrab nach einer uralten Truhe. Die haben wir schon gesehen. So, auf der Jagd. Gut gemacht, ich habe uns sehr geholfen, mein Freund. Könnt ihr vielleicht noch ein wenig mehr von uns tun? Ich grüße euch. Ja, ich habe gehört, wie sich der Heulen erst bellen, dann Winseln verändert hat. Das habt ihr gut gemacht. Wir werden die Ruhe genießen, die uns eure Taten beschert haben. So, hat keine volle Quest. Würdet Flucht ihr mir gen Süden. Als die Dülkerhöhlen betraten, wurden wir getrennt von unholden Barkästen und anderen grausamen Kreaturen hier angegriffen. Einige folgten mir, die anderen gingen nach Süden. Es gibt einen Ort, an dem die Hügel noch hoch aufragt, die südlichen Hügelkerhöhlen von der nördlichen trennt. Man nennt ihn die Totensitz und ich bete, dass sich der Name nicht bewahrheitet. Er ragt über das südliche Prä hinaus und ist ein flaches Gebiet, in dem wir oft gelagert haben, falls es notwendig war. Ich bete, dass ihr dort die anderen finden werdet. Sucht beim Totensitz nach den anderen Führern. Okay, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Part. Wir werden wahrscheinlich dann vorher nochmal ganz kurz das nächste Part dem Tom-Besuch abstatten. Aber danach machen wir weiter in die südlichen Hügelkerbehöhen. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin, macht's gut.